Liebe Geschwister, ihr müsst wissen, Jesus hat, a.s., hat viele Prophezeiungen erwähnt in der Bibel, viele Prophezeiungen getätigt. Und eine Prophezeiung, die sehr bekannt ist die von seiner Rückkehr. Und zwar sind sich die Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas einig, dass Jesus zurückkehren wird. Und deswegen haben die es auch in fast gleichlautenden Worten überliefert. Und zwar lesen wir in Lukas 9, 27. Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Und Lukas wiederholt und wiederholt diese Aussage Jesu in ebenso klarer Form an anderer Stelle. In Lukas 22, 32 lesen wir: Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Das heißt, die Zuhörerschaft von Jesu würde noch am Leben sein, wenn er zurückkehrt. Aber diese Prophezeiung hat sich nicht erfüllt. Wir leben in 2021. Jesus ist nicht zurückgekehrt. Die Zuhörerschaft ist schon tot. Und somit hat sich die Prophezeiung definitiv nicht erfüllt. Und hierbei handelt es sich um einen Fehler des Evangelisten Lukas. Und somit ist das Lukas-Evangelium nicht göttlich inspiriert. Und ich wollte eines nochmal klarstellen. Aus islamischer Perspektive stammen diese Aussagen definitiv nicht von Jesus. Weil wir nicht sagen, dass Jesus lügt, dass Jesus falsche Prophezeiungen von sich getätigt hat, weil er ein wahrhaftiger Prophet Gottes war. Ja? Das heißt, wir distanzieren uns von solchen Sachen und sagen klar, klipp und klar, dass eben das ein Fehler des Evangelisten Lukas war. Alif Lam Mim. Dhalika al-kitabu la rayba fihi.